Es gibt Menschen, die offenbar nicht verstehen können oder noch schlimmer, nicht verstehen wollen, dass die Würde des Menschen, wie sie im Christentum, mithin in der Lehre der katholischen Kirche, eigentlich verstanden wird. Und mit dem weltlichen Begriff Menschenrechte inzwischen nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat oder auch nur ansatzweise zu tun haben kann. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res mit einem Beitrag aus christlicher Perspektive. Es war ja zu erwarten, dass ein Papier eines Papstes aus dem Vatikan oder wie Angestellte der deutschen Kirche mit abfälligem Unterton von sich zu geben pflegen, aus Rom herablassende, ablehnende, ätzende und der Lehre nicht mehr entsprechende Wortspenden aus den Reihen der Soldempfänger der deutschen Kirche evozieren würde. Dass die Welle der Verurteilungen des päpstlichen Schreibens Dignitas Infinita, in dem es um die Würde des Menschen geht, aus den Reihen der deutschen TheologInnen und vor allem auf dem umstrittenen und inoffiziellen Portal der Deutschen Bischofskonferenz aber eine derartige Zahl und Vehemenz erreichen würde, ist angesichts der Tatsache, dass dieses ominöse Portal sich selbst noch als katholisch.de bezeichnet, mehr als erstaunlich. Eine differenzierende Betrachtung kommt dort nicht vor. Die beispielsweise die ehemalige Geschäftsführerin des Landesverbandes katholischer Kindertagesstätten der Diözese Rottenburg-Stuttgart, heute freiberufliche Theologin und Sozialethikerin, lässt in einem Gastbeitrag kein gutes Haar und ist sichtbar bemüht, auch frühere Lehraussagen der Kirche zum Wesen, zur Würde, zur Leiblichkeit, zur Geschlechtlichkeit und zur Sexualität sowie zur physischen Unverletzlichkeit des Geschöpfes Mensch in ein denkbares, schlechtes Licht zu rücken. Die Fundamente ihrer Herleitung bleiben dabei ziemlich im Dunkeln und wirken wie selbsterdachte Empfindungen, die zu Axiomen eines selbstgedengelten Weltbildes gezimmert wurden. Und sie greift dabei auf den Begriff der Menschenrechte der UNO zurück, die nicht müde wird, etwas als Menschenrecht zu deklarieren, was seit Menschengedenken von den meisten menschlichen Gesellschaften als nicht menschenwürdig empfunden wurde. Interessanterweise, und das zieht sich durch viele der Meinungsäußerungen, wird dabei häufig von Zwang gesprochen, den die Kirche ausübe gegenüber den Menschen. Es scheint sich in den Reihen dieser Theologen bis heute verloren zu haben, dass aus Sicht der Kirche der Mensch als verstandes- und vernunftbegabtes Wesen geschaffen wurde, dem eben genau die besondere Gnade der freien Entscheidung gegeben wurde. Jeder Mensch hat demnach die Möglichkeit, sich selbst zu entscheiden, ob er der natürlich gegebenen Ordnung folgen will oder daraus ausbrechen möchte. So wie jeder Mensch entscheiden kann, ob er Feuer legen will oder nicht. Die Folgen der Tat sind dann im gesetzten Recht, das der Staat uns vor Augen hält, aufgeführt. Um das mal mit dem neuwogen Argument aufzugreifen, jeder könne seine Meinung frei äußern, müsse aber eben nur mit den Konsequenzen zu leben lernen, wird erkennbar, dass hier die Kirche ebenso ein Angebot macht. Nur eben mit einem anderen Intentionshintergrund. Der Kirche geht es um das Wohl des Menschen und um die Befähigung, um ins Himmelreich zu kommen. Das ist die Urintention. Und die Kirche zeigt dazu auf, was gesetzt ist und was passiert, wenn der Mensch sich aus freien Stücken dazu entscheidet, daraus auszubrechen. Er sündigt dann gegen sein Wesen und gegen den Willen Gottes. Felix Neumann, Redakteur bei katholisch.de, interviewt die Bochumer Professorin für Dogmatik und Dogmengeschichte Gunda Werner. Und was nimmt's Wunder, dass diese Damen mit Auftrag der deutschen Kirche im Dokument des Papstes
keinerlei Fortschritt erkennen kann oder will. Es ist ja auch bekanntermaßen ein zivilisatorischer Rückschritt, wenn man sich gegen die vorgeburtliche Tötung von Kindern ausspricht, wenn man die Ausbeutung von Frauen als sogenannte Leihmütter unter Ausnutzung ihrer wirtschaftlichen Notlage verurteilt. Sie spielt dann auch noch nonchalant die Geschlechterkarte, ist ja klar, alles was für den Mann ist, ist schlecht, alles was für die Frau ist, ist natürlich viel, viel besser. Und genau, deshalb hat ja Jesus bekanntermaßen keine Frauen in seiner Umgebung geduldet, er war ja auch ein absoluter Macho und auch nicht das Wort an sie gerichtet, ja sogar an eigentlich verfemte Frauen. Also man denke nur an die Samaritanerin am Jakobsbrunnen. Und man soll sich einfach mal so die gesellschaftliche Entwicklung der Regionen anschauen und das Geschlechterverhältnis, in denen das Christentum weltanschaulich Vorherrschaft hatte. Und dann jammert sie noch darüber, dass das Thema Missbrauch zu wenig Raum in dem Text bekommen habe. Also man könnte beinahe meinen, die Dame sei der Überzeugung, ein Text gewinne durch Länge und Langatmigkeit an Qualität. Den Eindruck hat man ja auch bei vielen Bischöfen. Und wer bis heute nicht verstanden hat, dass zum Thema Missbrauch in der Kirche für verständige Menschen schon in der Bibel, von Jesus zum Beispiel etwas gesagt wurde, als er sagte, dass er einen Mühlstein um den Hals bekommen soll, wenn er, den Kindern etwas antut. Also dann kann man so einer Person Sattelfestigkeit in Theologie nicht unbedingt zusprechen. Auch sie will von der individuellen Schuld der Täterinnen ablenken und instrumentalisiert dazu dann wieder die systemischen Strukturen der Kirche, die angeblich versagt hätten. Und das entspricht aber dem Zeitgeist ihrer Blase und das ist nicht mal mehr der Rede wert. Die individuelle Schuld der Täter, das ist bei ihr überhaupt nicht auf dem Radar offenbar. In Bezug auf den Umgang mit Menschen, mit nicht heterosexuellem Empfinden und mit Fremdheit im natürlich gegebenen Körper versucht auch sie rhetorisch geschickt so zu tun, als lehne die Kirche diese Menschen ab, die homosexuell empfinden oder sich durch chirurgische Eingriffe eine andere Geschlechtsanmutung zulegen. Das tut die Kirche ausdrücklich nicht. Und es ist eine Ja, es ist Taktik, dass man der Kirche immer wieder unterstellt, sie tue eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sie tut. Das ist dieses Lüge wiederholen, um sie zur Wahrheit zu machen, was auch in der Politik so gerne gemacht wird. Ja. Wie bereits oben gesagt, zeigt sie die Folgen, die Kirche zeigt die Folgen dieser freien Entscheidung auf. Und das tut sie vor dem Hintergrund, vor dem Wissen, dass wir alle individuell vor den Schöpfer treten und dann nicht argumentieren können, dass aber die Organisation, die Autorität uns etwas vorgeschrieben und aufgezwungen habe, wenn wir durch die Lehre um die Folgen unseres Tuns wissen konnten und dennoch gesündigt haben. Auffallend bei allen Wortmeldungen ist in jedem Fall die Fixierung auf Geschlechtlichkeit und Sexualität, um hier der Kirche Rückständigkeit unterstellen zu wollen. Also diese Fixierung auch der Gesprächskreise von zum Beispiel diesem synodalen Weg auch auf die Geschlechtlichkeit und auf die Sexualität und die sexuelle Orientierung und so weiter. Das ist schon komisch. Das lenkt wirklich vom eigentlichen Kernthema der Kirche ab. Und ich sehe das inzwischen als Beschäftigungstherapie, was da abläuft. Und keiner der Meinungsspender kommt auf die Idee, dass die Menschenwürde, so wie sie von der Kirche gelehrt wird, mehr Würde und echte Menschenrechte garantieren würde, so sie umgesetzt würde, als dass die menschlich definierten und vollkommen beliebigen sogenannten Menschenrechte der UN. Die UN kommen sicher in naher Zukunft auch darauf zurück, das ökonomische Staatswohl und die Volksgesundheit über das Lebensrecht des Individuums zu stellen. Erste Schritte dahingehend sind ja bereits zu Zeiten der Seuchenpolitik erkennbar gewesen, überhaupt keine Frage. Man wird dann wieder
schönfärberische Begriffe finden, die das Grauen solcher Entwicklungen, die in der Vergangenheit schon fürchterliche Zustände heraufbeschworen, als Recht oder gar als Menschenrecht zu deklarieren. Es ist zutiefst erschreckend, wie liebedienerisch sich Akademiker, also mithin eigentlich im Denken geübt sein sollende Menschen, wie die sich von den Verlockungen der Welt und ihren vermeintlichen Freiheiten und Rechten in die Irre führen lassen. Am schlimmsten ist aber, dass sie für ihre Thesen ein Portal zur Verfügung gestellt bekommen, das sich, finanziert aus Kirchensteuern, zunehmend zum Sturmgeschütz gegen die Lehre Christi, die darauf basierende Lehre der Kirche und die Verfasstheit der Kirche aufschwingt. Was reitet eigentlich die Bischöfe, dass man sich so ein trojanisches Pferd ins Haus holt oder sich eine solche Natter an die Brust legt? Ich danke Ihnen, dass Sie auch heute dabei waren bei einem Beitrag aus christlicher Perspektive. Ich hoffe, es hat Ihnen zugesagt. Dann lassen Sie mir bitte ein Like da. Geigen Sie mir Ihre Meinung unten in den Kommentaren. Teilen Sie gerne das Video. Abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Schauen Sie auch in unsere anderen Angebote rein. Bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Servus.